Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Du möchtest dir eine Katze kaufen, bekommst eine geschenkt oder hast vielleicht schon einen kleinen Schmusetiger zu Hause, dann bist du in diesem Video absolut richtig, denn ich gebe euch heute ein paar Tipps und Tricks, was eine super Grundausstattung für Katzenhalter ist, was ich selber gekauft habe für Hannibal und wie er es so findet und vor allem, wie man seine Wohnung katzengerecht und trotzdem schön einrichten kann. Dazu schauen wir uns drei Bereiche an. Zubehör für Futter und Trinken, für Gesundheit und Pflege und natürlich fürs Spielen. Ganz zu Beginn ein paar ganz allgemeine Tipps für alle die von euch, die sich gerade erst eine Katze anschaffen wollen. Fragt die Vorbesitzer, die Züchter, das Tierheim, je nachdem, was die Katze gerne mag, wo sie gerne geschlafen hat, zum Beispiel am Fenster, dann versucht dort auch zu Hause einen Liegeplatz einzurichten, was sie gern frisst, mit was sie gern spielt und versucht einfach die Sachen nachzukaufen. Wenn ihr sie mitnehmt, hat die Katze manchmal noch Heimweh, weil natürlich an den Sachen die Gerüche noch hängen von dem Heim, was sie sozusagen vorher hatte, von den Vorbesitzern oder von Geschwisterkatzen. Und das macht meistens den Übergang etwas schwieriger, als ihr das ja eigentlich wollt. Also von daher versucht einfach, der Katze ist am Anfang, ja, die Umgewöhnung so einfach wie möglich zu machen. Und so haben wir das bei Hannibal auch gemacht. Kommen wir zu den Tipps und Tricks und alles, was ich euch zeige, was ich selber habe und weiß, das packe ich euch immer auch in die Beschreibung, sodass ihr einfach mal nachgucken könnt, ob das für euch auch was ist und es zur Not nachbestellen könnt, beziehungsweise einfach mal seht, was ich genau damit meine. Ganz zu Anfang und das Allerwichtigste ist natürlich, eure Katze muss was fressen und trinken, damit sie überlebt. Damit eure Katze überlebt, solltet ihr euch nicht nur Gedanken darüber machen, welches Futter, vielleicht kriegt ihr schon einen Tipp vom Vorbesitzer oder von dem Tierarzt oder was auch immer, aber versucht vor allen Dingen auch genügend Näpfe, und hier sind wir wieder bei der Einrichtung, genügend Näpfe zu haben. Man kann als Katzenhalter nie genug Näpfe und Wasserschüsseln haben, ohne Witz. Man braucht echt viele. Warum braucht ihr so viele? Weil ihr natürlich, wenn ihr im schlimmsten Fall nass und Trockenfutter füttert, habt ihr schon mal zwei Näpfe, die ihr ja manchmal auch über den Tag stehen lasst. Also braucht ihr schon mal zwei Stück. Dann habt ihr noch einen Wassernapf, Minimum einen. Und am besten ihr verteilt eben noch hier und da mal einen Wassernapf in der Wohnung. Und bei uns sind, glaube ich, immer so 4 bis 5 Näpfe gleichzeitig in Gebrauch. Und natürlich wieder ein paar im Spüler. Also man kann eigentlich als Katzenhalter nicht genug Näpfe und Schüsseln haben. Und die sollten vor allem, ja, spülmaschinenfest sein, beziehungsweise, wenn ihr keine Spülmaschine habt, gut abwaschbar, damit ihr euch ein bisschen Arbeit spart. Und das ist besonders der Fall, wenn ihr eben, ja, so Kompottschüsseln aus Glas nehmt, das geht auch. Mein Favorit ist allerdings auf jeden Fall Keramik, weil glasierte Keramik ist eben auch sehr, sehr glatt. Die Katze kann gut das raus fressen und es geht eben gut abzuwaschen, beziehungsweise spülmaschinenfest. Und beide Materialien sind, also, ein bisschen schwer. Das heißt, die Katze kann es nicht so leicht umschubsen, wie wenn ihr jetzt einen Plastennapf nehmt. Also Plast ist zwar super günstig, ich weiß, aber versucht es zu vermeiden, wenn ihr eine Sauerei vermeiden wollt. Gerade bei Wassernäpfen würde ich eben lieber zu den anderen Sachen raten. Bei Futter mag es vielleicht noch gehen, aber gerade kleine Katzen sind eben da, ja, sehr tapsig und tapsen eben auch mal in den Napf und schon fliegt es euch um die Ohren. Dann sollten die Näpfe vor allem, ja, am besten rund sein oder, ja, oval, weil das Problem ist, wenn sie Ecken haben, und ich habe so einen mit Ecken, und zwar ist das so eine Katzenform, ja, dann schlecken die das in die Ecken und kriegen es aber aus diesen Ecken nicht mehr raus, und dann klebt es auch in den Ecken, und gerade wenn man es mit der Hand abwaschen muss, ist das super eklig. Also ja, versucht runde Näpfe zu kaufen, auch wenn es langweilig ist. Und versucht auf die Höhe zu achten. Also gerade wenn ihr eine ganz, ganz kleine Katze kriegt, dann solltet ihr darauf achten, dass eben, ja, die Höhe, die die Katze eben bis zum Kinn hat, nicht von der Höhe des Napfes sozusagen übertrieben wird, damit sie dann so, ja, darüber sich ragen müssen, sondern dass es für die Katze einfach bequem ist zu fressen. Und auch für größere Katzen ist das kein Problem, wenn der Napf nicht so hoch ist. Und ja, ich denke mal, das ist in Ordnung. Es gibt dann noch spezielle Näpfe,
ja, die für besonders schnelle Fresser sind, damit sie langsamer fressen, oder die so ein bisschen schräg sind. Das könnt ihr euch alles noch überlegen, aber wichtig ist vor allen Dingen, dass ihr erstmal eine Grundausstattung an vielen Näpfen habt. Ich habe, glaube ich, am Anfang so 5 gekauft und das hat auch wirklich erstmal eine ganze Weile sehr gut gereicht. Und dann bei Zooplus kriegt man auch manchmal durch seine ganzen Punkte, die man da sammelt, wie so Payback-Punkte, kann man sich dann auch einfach mal einen Napf mitbestellen, der einen dann sozusagen nichts kostet, den man von diesen Punkten bezahlt. Und dann kommt man automatisch auf mehr Näpfe oder man findet zwischendurch was. Was dann noch hinzukommt, ist eben das Trinken. Und beim Trinken könnt ihr euch überlegen, ob ihr zum Beispiel gleich einen Katzenbrunnen holt. Einen Katzenbrunnen gibt es fertig, den, ja, der lässt sich halt ein bisschen schwieriger reinigen, als wenn man es einfach selber bastelt. Und ist natürlich dann auch eine feste Größe. Den kann man an Strom anstecken und dann sprudelt das Wasser da raus. Also, wenn euch das interessiert, wie man so einen Katzenbrunnen bastelt oder wie ich meinen gebastelt habe, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare und schreibt mir vor allen Dingen auch, wie ihr ihn findet. Ich habe ja so einen kleinen SpongeBob-Brunnen gebastelt. Also Daumen hoch oder Daumen runter. Was ihr noch braucht, damit die Katze nicht so rumsaut, ist unter all den Sachen, die ich genannt habe, ob es jetzt der Trinkbrunnen ist, ob es der Wassernapf ist, der Futternapf, ihr braucht Unterleger. Katzen haben schon manchmal die Angewohnheit, die Sachen aus dem Futternapf zu nehmen, daneben zu legen und dann zu fressen. Warum auch immer. Und ja, genau, und dafür sind diese Unterleger da. Da kaufe ich meistens diese Tischplatz-Sets, die abwischbar sind aus Plaste oder eben aus einem anderen künstlichen Stoff, weil die sind einfach besser abwaschbar und die kann ich eben auch mal in den Spüler tun oder selber mit der Hand abwaschen. Dekorativer sind natürlich diese, ja, Bastunterleger oder so aus dem IKEA. Aber wie gesagt, wenn da mal Wasser überschwappt, das ist halt irgendwann süffig. Das nächste ist, ihr solltet die Katze auch dabei unterstützen, dass ihr eben die aufgeschleckten Haare beim Putzen besser verdaut. Ich finde, das ist auch für freilaufende Katzen gut, weil ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass überhaupt jemand und auch nicht Katzen gerne Haare auswürgen. Also ich würde es nicht gern machen. Und da gibt es eben, ja, Pasten, es gibt kleine Leckerlis und meistens ist das mit Malz, die man da nehmen kann. Wir haben zum Beispiel diese hier. Die ist jetzt von Smilla und die reicht auch echt ewig. Also man denkt, die sind teuer für so eine Tube, aber das stimmt nicht, weil sie reichen wirklich ewig. Und wir machen so 1 cm pro Woche in das Futter. Es ist ab und zu auch ein ganz schönes Leckerli, weil die schmecken, glaube ich, für Katzen sehr, sehr gut. Also wenn ihr auch mal ein Leckerli, wie schnell es braucht, ist die Paste auch nicht schlecht. Und die gibt es auch noch als Multivitaminpaste, ich glaube im Doppelpack. Und das ist besonders fürs Fell und das ist eben dafür, dass das Fell, ja, hinten wieder rauskommt und nicht vorne. Und ja, also das kann ich euch nur empfehlen als Standardausstattung, wenn ihr eben nicht wollt, dass die Katze in der Wohnung die Haare auswirkt. Was brauchen wir da alles? Zunächst ist natürlich wichtig, ihr müsst die Katze irgendwo herholen und das habt ihr meistens dann auch schon oder euch zumindest darüber Gedanken gemacht. Und zwar ist das das Thema Transportbox. Die Transportbox sollte danach ausgerichtet werden, wie groß eure Katze ist, wenn ihr sie holt, beziehungsweise wie groß sie noch wird. Deswegen haben wir Hannibal gleich eine große Box geholt. Das ist unsere Katzenbox. Die ist sehr, sehr groß. Wir haben die auf Amazon bestellt, weil wir einfach so im Tierhandel keine gefunden haben, die uns richtig gefallen hat. Und sie sollte prinzipiell auch erstmal eine ganze Weile reichen, bis Hannibal groß ist. Aktuell kann er nämlich noch aufrecht darin sitzen. Ich hoffe, das bleibt auch noch eine Weile so. Wenn er ein bisschen wächst, muss ich mir vielleicht nochmal was anderes überlegen. Hier sollte dann noch eine Decke rein. Und was ich hier noch drin habe, Moment. Falls ihr nämlich einen kleinen Angsthasen habt, gerade was Tierarztbesuche oder Transport allgemein angeht, ist das hier nicht schlecht. Das sieht ein bisschen aus wie eine Windel und prinzipiell ist es das auch. Das sind, eigentlich sind das so Welpeneinlagen und das lege ich immer unter die Decke, die eben da drin ist, damit Hannibal erstens nicht sieht und zweitens, wenn mal was schief geht und bis jetzt war es schon mal einmal der Fall, dann ist das dafür da. Das nächste, was wichtig ist, ist natürlich in der Wohnung ja, ein bisschen Sicherheit zu schaffen. Versucht wirklich, dass Schubladen einigermaßen sicher sind, also nicht offen stehen lassen, alle Spitzen schärfen und so weiter Sachen. Also ihr könnt euch vorstellen, versucht einfach die Verletzungsgefahr für Katzen, die ja sehr neugierig sind, einfach zu vermindern. Ja, nachdem wir über Verletzungsgefahren gesprochen haben und über das Thema Tierarzt oder Transport, ist es auch wichtig, dass ihr irgendwo am Kühlschrank oder wo auch immer und natürlich auch in Absprache mit den Leuten, die auf eure Katze aufpassen, wenn ihr mal nicht da seid, dass ihr irgendwo Nummern hängen habt, wie
ja, ihr wisst, die 110 und 112 anzurufen, wenn bei euch irgendwas ist. Aber wen ruft ihr an, wenn es der Kasse schlecht geht? Gerade wenn es zum Beispiel am Sonntag ist und es auf jeden Fall nicht mehr bis Montag geht, weil die Katze, ich weiß auch nicht, röchelt, sich erbricht und es ist wirklich schlimm und ihr wollt einfach zu einem Tierarzt, um zu wissen, was ist. Guckt, was in eurer Stadt, was immer so, ja, Tiernotruf ist. Es gibt auch fahrende Praxen, die das auch am Wochenende machen. Also schreibt euch das irgendwo hin und dann seid ihr auf der sicheren Seite und wisst, wenn mal was ist, dann braucht ihr bloß zum Kühlschrank rennen und weiß, wo es ist. Weil in der Aufregung, ihr wisst, wie es dann ist, man macht sich Sorgen und dann findet man es nicht gleich. Okay, dann das Thema Kratzbaum, beziehungsweise allgemein was zum Kratzen. Wir haben sehr, sehr viel zum Kratzen, glaube ich, gekauft, weil die Sache ist, ich kenne das von den Katzen, die ich früher hatte, die waren zwar Freigänger, aber sobald die drin waren, haben die am Sofa gekratzt und die haben dort gekratzt und manchmal sogar an der Tapete und das nervt einfach oder an deinem Lieblingssessel, an Teppichen und das soll ja prinzipiell die Katze nicht machen. Und wie kannst du das vermeiden? Und zwar, indem du genug Kratzmöglichkeiten schaffst. Und wir haben eben gleich einen großen Kratzbaum gekauft. Auch falls wir mal noch eine zweite Katze uns kaufen sollten, zu Hannibal dazu als Gefährten. Und ja, wir haben sozusagen darauf geachtet, dass der Kratzbaum eben sisal umwickelt ist. Na, das ist das, woran die kratzen. Wie so Seile sind das. Dass eben die Auflagen waschbar sind und abnehmbar. Und das funktioniert dann super gut und dass es eben sehr hoch ist, damit sozusagen oben eine Fläche ist, wo er liegen kann, ohne dass ihn jemand stört. Ansonsten einfach Bretter zum an die Wand stellen oder zum Hinhängen, so wie das hier ist. Und dann einfach immer mal die Orte auch wechseln, sodass für die Katze einfach ein bisschen Abwechslung da ist. Zum Thema Liegemöglichkeiten. Katzen lieben Fenster. Ich habe noch keine gesehen, die kein Fenster mag, von daher sucht euch ein Fensterbrett aus, wo ihr eben die Katze draufpacken könnt oder wo die Katze auch sehr gut hinkommt. Wir haben immer solche ganz normalen Kissen genommen, 50x50 mit Bezug, damit es eben nicht so kalt ist auf dem Fensterbrett. Hannibal mag es aber nicht so gerne, von daher haben wir dann eben nochmal was anderes probiert und zwar Sitzauflagen für Stühle. Diese Dinger hier, die heißen, ich habe das Schild sogar noch dran, Wintergag heißen die von IKEA. Und die waren auch nicht teuer, aber die sind eben schön, ja, die sind so ein bisschen flauschig. Und Hannibal liegt gerne drauf, weil es ist schön flach. Er sinkt nicht so ein wie bei einem Kissen und es hält halt trotzdem warm. Und da kann man sozusagen viele Plätze einfach damit ausstatten. Was die Katze noch braucht, ist natürlich Fellpflege. Und zur Fellpflege gehört nicht nur, was wir bei Futter schon hatten, diese Pasten oder Leckerlis oder Katzengras, sondern natürlich auch das Bürsten. Und da haben wir ganz viel probiert, am Anfang eben mit ganz normalen Bürsten, die zeige ich jetzt. Das riecht halt einfach auch ein bisschen nach diesem Gummi, was hier drin ist. Das ist es, glaube ich, für Hannibal nicht so angenehm gewesen. Aber als es dann eine Weile ausgelüftet hatte, hat das gut funktioniert und inzwischen schmiegt er sich sogar selber dran, wenn man es einfach nur hinhält. Und das ist auch super wichtig, weil also er harrt einfach so viel und euch wird es auch bewusst sein, dass eure Katze einfach harrt. So, was wir noch nicht haben in Richtung Gesundheit, ist das Thema Katzenklo. Wenn wir schon über Haarausscheidungen reden, müssen wir auch über das Katzenklo reden. Und das Katzenklo ist eben super wichtig. Die meisten empfehlen immer ein Katzenklo mehr, als man Katzen hat. Ich habe allerdings einfach nur ein Katzenklo für Hannibal und das funktioniert super gut. Und zwar muss man einfach aufpassen, dass man wirklich die Hygiene ordentlich hält und das Katzenklo groß genug ist. Und ich habe das deswegen so gemacht, weil meine Katzen das bis jetzt immer so hatten und es hat super funktioniert. Und Hannibal fühlt sich wohl, er hat noch nie irgendwo hingenässt. Ich denke, es ist sicherlich so, dass er, wenn er ein zweites hätte, das auch mit benutzen würde. Also gar keine Frage. Aber es geht auf jeden Fall auch so, gerade wenn man eben in der Wohnung nicht so viel Platz hat. Und jetzt kommen wir zu den schönen Sachen und zwar zum Spielzeug. Ja, und bei Spielzeug gibt es eine riesen Auswahl und Hannibal spielt auch immer mal gerne wieder mit irgendwas anderem. An Katzenspielzeug wird man erstens nicht arm, weil das meistens alles relativ günstig ist und zweitens gibt es eine riesen Auswahl, sodass man immer mal wieder was ändern kann. Und ja, es gibt auch elektrisches Spielzeug, wo sich dann irgendwas bewegt. Es gibt Spielbahnen mit leuchtenden Bällen und es gibt 5000 Sachen. Aber fangt erstmal mit den einfachen Sachen an. Legt ein paar Bälle hin, ein paar Catnip-Mäuse oder ein paar Baldrian-Kissen, was zum Kratzen und eine Federangel. Und ich denke mal, wenn ihr regelmäßig mit eurer Katze spielt, ist sie dann auch glücklich.
Was ich zum Schluss noch sagen kann, ist, übertreib's nicht, also kauf nicht alles auf einmal, jedes mögliche Spielzeug, was es gibt, sondern variiert lieber ab und zu mal. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch was habt, was eure Katze absolut glücklich macht, und dann empfehlen wir das. Ich erstelle noch eine Checkliste, die ihr dann in meiner Videobeschreibung findet, wo ihr dann einfach nochmal ja, alles auf einen Blick habt, was ihr denn braucht, und dann losziehen könnt und das einkaufen könnt, wenn ihr eine Katze bekommt, und natürlich auch nochmal drüber gucken könnt, wenn ihr ja schon eine Katze habt. Also dann wünsche ich euch viel Spaß mit eurer Katze und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut! Es wäre nett, wenn du dich nicht auf meinen Stuhl setzt, wenn ich ein Video machen will. Ihr braucht Näpfe, 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 Wasserschalen, 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 Schalen, Schüsseln, Schalen, Schüsseln, Näpfe, 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 Näpfe.